Burger, Pommes, Nuggets, Go und damit hallo zu einem neuen Video mit Lars. Und heute bin ich bei Lars. Heute ist es auch soweit, da wollen wir nämlich so einen Fußballpacks öffnen. Aber darum geht es jetzt gar nicht. Und zwar war ich letztens im Supermarkt bei Lidl und habe die Bellona Dark Sticks von Mr. Choc entdeckt. Das sind 7 Riegel und die kommen so ein bisschen an die, wie heißt die, von Ferrero. Wie hießen die nochmal? Die Füllungsticks, mir fällt gerade nicht ein, wie die hießen. Ist egal. Schreibt es mal in die Kommentare, genau. Wie die hießen. Das sind, also Ferrero hat auch so... Bueno. Buenos, genau. Bueno-Sticks, die kennt ihr, ne? Und so ähnlich in die Richtung gehen die. Das ist quasi die billige Version von einer anderen Firma, und zwar von Mr. Choc. Ich habe bezahlt, hier sind 150 Gramm drin, ich habe bezahlt, ich glaube, 1,40 € oder so. Also es war in Ordnung auf jeden Fall. Oder 1,19 € oder so. Das ist eine Eigenmarke von Lidl anscheinend, weil hier hinten ist das Lidl-Logo drauf und das würde ja heißen, dass es das nur bei Lidl gibt. Ja, ich pack's jetzt mal aus. Magst du solche Riegel? Ich habe noch nie sowas gegessen. Ich habe die mal gegessen. Bueno mal gegessen. Buenos, ja. Genau, die sind lecker. Also ich habe die mal von, genau, ich glaube genau die von Lidl mal gegessen mit weißer, nicht weißer, sondern mit heller Schokolade, ne? Das ist ja jetzt dunkle Schokolade. Also meinst hier, das war es genauso wie diese Vollmilchschokolade. Genau. Genau, und das ist ja jetzt, das ist ja dunkle Schokolade. So, hier sind oben ein bisschen gebrochen, aber es sieht ziemlich lecker aus. Hier ist dunkle Schokolade, an der Seite ist hier quasi so ein bisschen geriffelt. Let's go. Hier sind auch Haselnüsse nochmal abgebildet. Komm mal ein bisschen höher, Lars, dass man dich sieht, genau. Nicht schlecht. Schön cremig. Und außen knusprig, ne? Wie findest du sie? Sehr gut. Also sind sehr süß innen drin, finde ich, die Füllung. Ist sehr süß. Ich würde einen 8 von 10 geben. Ich würde 7,5 von 10 Punkten geben, weil ich finde die lecker, auch auf dem ersten Biss. Aber am Ende war mir die Creme ein bisschen zu süß. Also ja, es ist jetzt... Aber ich finde es eigentlich cool, weil für 1,19 € oder so finde ich es ziemlich lecker. Und ich finde 7 Stück für den Preis auch ziemlich in Ordnung. Ich meine... Wir haben ja jetzt auch immer noch 5 Stück, glaube ich, ne? Ja, 5. Insofern geht das klar. Hier drin ist noch so eine Pappe. Geschmacklich, also wie gesagt, es ist relativ süß, außen ein bisschen knusprig. Nicht schlecht, also wäre eine Alternative. Schon dunkle Schokolade. Richtig, ja. Ich finde das auch eine gute Wahl, glaube ich. Ja, dann war es das mit dem Video. Wir sehen uns. Haut rein und lasst ein Like und ein Abo da. Und nicht vergessen, die Glocke aktivieren. Hier seht ihr noch ein Video mit mir und Oskar. Mit den schärfsten Nudeln der Welt. Unbedingt abchecken. Und hier seht ihr ein neues Video, was er gedreht hat mit ihm. Genau, und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Genau. Und was könnt ihr da ein anderes geiles Video, cooles Video angucken. Genau. Bis dann. Ciao. Ciao.